Gott sagt dir heute, ich bin gekommen, um dir eine sehr gute Nachricht zu überbringen, mein kostbarstes Kind. Ich bin der allmächtige Gott, der dich erschaffen hat. Könnten Sie einfach genau hinhören, denn Ihr Zuhause ist von einer unglaublichen und einzigartigen Energie umgeben. Ich konnte nicht anders, als das Bedürfnis zu verspüren, zu Ihnen zu kommen und etwas Zeit mit Ihnen zu verbringen. Gottes Gegenwart in Ihrem Zuhause schützt Sie und Ihre Lieben vor jeder Gefahr, die entstehen könnte, und vereitelt alle bösen Pläne Ihres Gegners, Ihnen zu schaden. Gott vereitelt auch alle bösen Pläne, die Ihr Gegner möglicherweise geschmiedet hat, um Ihnen Schaden zuzufügen. Wenn Sie an Gott glauben, zeigen Sie bitte Ihre Unterstützung, indem Sie dieses Video liken und teilen. Ich werde Sie von Ihren Schmerzen, Problemen und Hindernissen befreien und Ihnen stattdessen wunderbare Gesundheit, Freude und Seelenfrieden zurückgeben. Darüber hinaus werde ich Engel entsenden, die sich um das Ihnen geschuldete Geld und die zu begleichenden Schulden kümmern. Sie schützen Ihre Lieben auch vor den potenziell schädlichen Auswirkungen negativer Energie. Wenn Gott auf Ihrer Seite ist und für Sie kämpft, ist es egal, wer gegen Sie ist, denn Gott wird gewinnen. Wenn Sie an Gott glauben, zeigen Sie bitte Ihre Unterstützung, indem Sie dieses Video liken und teilen. Ich werde Ihnen den Reichtum, die vollkommene Gesundheit und die Ehe gewähren, von der Sie immer geträumt haben, und das nicht wegen der Anstrengungen, die Sie unternommen haben, sondern vielmehr wegen der Freundlichkeit und Liebe Ihres himmlischen Vaters, der Ihr himmlischer Vater ist. Wenn Sie bis zum Ende dieses Videos bleiben, habe ich gute Nachrichten für Sie. Ihnen wird Glück in Form von ausgezeichneter Gesundheit, enormem Reichtum und endlosen Erfolgen beschert. Machen Sie sich bereit, denn ich bin dabei, magische Aktivitäten durchzuführen, die dazu führen, dass Sie Geld erhalten. Sie sollten sich darauf einstellen, in den nächsten 2 Tagen einen erheblichen Geldbetrag zu erhalten und sich auf dieses unerwartete Geschenk vorzubereiten. Sie werden eine unglaubliche Welle der Erleichterung verspüren und als Folge davon wird eine unglaubliche Menge an Glück Sie als Ganzes überfluten. Sie können Ihre Liebe und Ihren Segen zeigen, indem Sie bis zu $100 danken. Aus diesem Grund habe ich angeordnet, dass Sie keine Verletzungen durch Waffen erleiden, die gegen Sie eingesetzt werden sollen. Ich bin hier vor dir als deine Verteidigung, deine Festung und dein Wächter. Mir liegt nicht nur Ihr körperliches Wohlergehen am Herzen, sondern auch das Wohlergehen Ihrer Familie, Ihres Unternehmens und Ihres Geistes. Jeder dieser Aspekte Ihres Lebens ist bei mir in guten Händen. Wenn Sie an mich glauben, werde ich Sie vor Schaden bewahren und dafür sorgen, dass Sie als Sieger aus diesem Konflikt hervorgehen. Ich werde das tun, weil ich weiß, dass Sie an mich glauben. Wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken, werde ich für Ihre Rechte kämpfen. Sie haben gerade eine Wachstumsphase in Ihrem Leben begonnen, die zu großen Veränderungen in allen Bereichen Ihrer bisherigen Lebenserfahrungen führen wird. Diese veränderten Umstände wirken sich nicht nur auf Ihre finanzielle Situation aus, sondern auch auf Ihre emotionale und körperliche Gesundheit sowie auf den spirituellen Weg, den Sie in dieser Zeit gehen. Sie werden mit einer enormen Menge an Wundern und Segnungen höchster Güte beschenkt sein, und diese Ereignisse werden bis zum Ende dieser Zeit andauern. Sie können davon ausgehen, dass diese Dinge an Sie gerichtet sind. Darüber hinaus möchte ich, dass Sie wissen, dass Sie als Gefäß des Überflusses für Ihre Familie ausgewählt wurden. Diese Verantwortung liegt von nun an vollständig bei Ihnen. In den nächsten 3 Monaten werde ich unglaubliche Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Ziele und Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen werden. Geben Sie Ja ein, um diesen Segen in Anspruch zu nehmen. Ich verspreche, dass ich alle Ihre Wünsche wahrmachen werde, sei es für ein neues Haus, ein neues Auto, eine neue Karriere oder sogar ein ganz neues Leben. Ich werde das unbedingt tun.
Ich setze mich dafür ein, alles zu tun, um Sie bei der Verwirklichung Ihrer Ziele und Träume zu unterstützen. Sie müssen nicht mehr lange warten, um die Aussicht vom Beifahrersitz Ihres neuen Autos zu genießen, während Sie zu Ihrem neuen Zuhause fahren, um Ihr Millionen-Dollar-Bankkonto zu überprüfen. Das wird nicht mehr lange dauern. Seien Sie sich bewusst, mein Kind, dass ich jetzt danach strebe, Veränderungen in Ihrem Leben herbeizuführen, damit Sie mehr Glück erfahren können. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass du eine bessere Existenz hast. Es ist möglich, dass alle Informationen über Sie, einschließlich Krankenakten, Kreditauskünften, Kontoständen und sogar Ihrer Postleitzahlen und Privatadressen, als Beweismittel gegen Sie verwendet werden, wenn Sie in einen Rechtsstreit verwickelt werden. Ich arbeite hinter den Kulissen hart daran, positive Verbesserungen herbeizuführen, also haben Sie bitte Geduld mit mir. Sie können mir Ihr Vertrauen schenken, denn ich bin der Einzige, der die Lösungen für alle Probleme und Sorgen kennt, mit denen Sie gerade konfrontiert sind. Indem ich Türen und Fenster der Möglichkeiten öffne, ermögliche ich den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, sich in Bezug auf Ihre körperliche Gesundheit, Ihr finanzielles Wohlergehen und Ihren Gesamterfolg zu verbessern. Ihre Standhaftigkeit und Ihr Gehorsam werden belohnt, und Ihre Familie wird die Gelegenheit haben, an den Segnungen teilzuhaben, die sich aus den Vorteilen ergeben, die Ihr Leben mit sich bringt. Schreiben Sie 222. Sie stehen kurz davor, eine Phase der Wiedergeburt und Revitalisierung in Ihrem Leben zu erleben. In dieser Zeit des Jahres wird dir alles, was dir der Widersacher genommen hat, von mir, Gott, zurückgegeben. Ich werde alles zurückbringen, was dir genommen wurde, geben Sie 222 ein, wenn Sie glauben. Der Sinn Ihres Lebens, Ihr Gemütszustand und das Ausmaß Ihres finanziellen Erfolgs werden Ihnen vollständig offenbart, mein lieber Sohn. Eine der Aufgaben, die ich erfüllen muss, besteht darin, die Toten wieder zum Leben zu erwecken, so wie ich Jesus auferweckt habe, nachdem er 3 Tage lang tot war. Ich erwecke alles wieder zum Leben, was in Ihrem Leben verschwunden ist, und erwecke Ihre Freude, Ihre Hoffnungen, Ihre Beziehungen, Ihre Gesundheit und Ihre finanzielle Situation wieder zum Leben. Jeder durchläuft gerade eine Phase der Regeneration und Wiederherstellung. Erwarten Sie Verbesserungen in all diesen Bereichen. Verliere nicht die Hoffnung, denn ich werde allen ungenutzten Gegenden neues Leben geben, wenn du an die Kraft meiner Auferstehung vertraust. Sie werden die außergewöhnliche Veränderung sehen, die ich bringe, glauben Sie dies, und Ihr Glaube wird belohnt. Seien Sie wachsam, mein lieber Sohn, denn ich werde diesen Monat ein finanzielles Wunder für Sie vollbringen, und ich möchte, dass Sie vorbereitet sind. Ich wünschte, Sie könnten eine beträchtliche Menge Geld sparen. Ich möchte nicht, dass Sie überrascht sind, was ich für Sie bereithalte. Alles, was verloren gegangen ist, wird wiedergefunden und alles, was kaputt war, wird genauso wiederhergestellt, wie es vorher war, auch wenn einige Teile verloren gehen. Die Fülle, die Sie suchen, wird viel früher zu Ihnen kommen, als Sie denken. Mach dir keine Sorgen, denn ich bin der Ursprung von allem, was auf der Welt schön und richtig ist. Sie müssen einen offenen Geist und ein offenes Herz haben, um diese Gelegenheit zu nutzen. Um diesen Segen zu erhalten, geben Sie einfach Ja ein. Freue dich, denn später am heutigen Tag wird dein Telefon mit den guten Nachrichten klingeln, die ich dir großzügig überbracht habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Ihnen dankbar bin. Ich habe Ihnen diese Nachricht übermittelt, weil ich möchte, dass Sie wissen, dass ich für Sie dankbar bin. Sobald Sie diese Informationen erhalten haben, ist es wichtig, dass Sie Gott dafür danken, indem Sie ihm Danke sagen. Da ich große Wertschätzung und Fürsorge für Sie hege, möchte ich Ihnen diese Artikel präsentieren. Ich hoffe, Sie finden sie nützlich. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der alles geschaffen hat und die Quelle allen Trostes ist. Mögen sie Trost in der Gewissheit finden, dass er ihr Gott ist und sie liebt. Ich biete, dass die Erkenntnis, dass er dein Gott ist, dir Frieden und Trost bringt. Ich bin gekommen, um ihnen Trost zu spenden und ihnen den Umgang mit den Schwierigkeiten, die sie durchmachen, ein wenig zu erleichtern. Vertrauen Sie mir, denn ich habe wunderbare Pläne für Ihr Leben. Du musst an mich glauben und Vertrauen in das haben, was ich zu sagen habe. Ich werde alle Narben entfernen, die entfernt werden müssen, und ich werde Sie und Ihre Lieben mit viel Gesundheit und Glück überschütten. Ich kann verstehen, dass Sie irgendwann in der Vergangenheit vor einer Herausforderung standen, die dazu geführt hat, dass Sie als direkte Folge dieses Ereignisses einige Tränen vergossen haben. Trotzdem gibt es keinen Grund, Angst zu haben, denn ich bin gekommen, um euch in der Gesellschaft anderer mit vielen Segnungen zu überschütten und alles zu heilen, was Heilung braucht. Die Qual, die sie durchgemacht haben, wird bald verschwinden und an ihre Stelle treten Klarheit, Ruhe und eine Fülle von Segnungen, die ihnen bei allen Herausforderungen der Zukunft helfen werden. Vergessen Sie nicht, Ihre Gebete an mich zu richten, denn ich bin immer für Sie da, um zu hören, was Sie zu sagen haben. Wenn Sie zu mir kommen, um Hilfe und Beratung zu erhalten und Ihre Wünsche zu äußern, können Sie darauf vertrauen, dass es Ihnen gelingt, das zu tun, was Sie wollen. Haben Sie keine Angst, denn ich bin in der Lage, Ihre Umstände zu ändern und Sie zu segnen, selbst in der Gegenwart Ihrer Gegner in der Situation. Fürchte dich nicht. Diese Informationen werden mit Ihnen geteilt, um etwaige Bedenken oder Ängste auszuräumen. Kein Christ sollte sich erlauben, pessimistisch zu werden, nicht einmal angesichts der größten Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit, die die Welt je gesehen hat. Dies gilt selbst angesichts der größten Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit, die die Welt je erlebt hat, weil sie bereits Zugang zum Heiligen Geist haben, der sowohl eine tröstende Gegenwart als auch ein leitender Einfluss in ihrem Leben sein kann, und weil sie bereits ein Kind Gottes. Durch das Gebet können Sie zu mir als Ihrer Kraftquelle kommen. Wenn Sie glauben, dass Sie eine depressive Situation nicht alleine überwinden können, und wenn Sie mir von den tiefsten Gefühlen und Herausforderungen erzählen, mit denen Sie jetzt konfrontiert sind, verspreche ich, Sie in eine Gelassenheit zu hüllen, die Sie nicht verstehen können. Geben Sie 444 ein. Wenn Sie mich zu Ihrer Hauptinformationsquelle machen, erwerben Sie die notwendigen Fähigkeiten, um den Pessimismus zu überwinden und ein Leben voller Optimismus und Freude zu führen. Denn Sie lernen die Mittel kennen, mit denen Sie über die Schatten triumphieren können. Wenn Sie an Gott glauben, geben Sie 444 ein. Es ist unerlässlich, dass Sie niemals zulassen, dass Ihr Glaube ins Wanken gerät, selbst wenn Sie die schwierigste Zeit Ihres Lebens durchmachen. Wenn Sie sich in einer schwierigen Situation befinden, zögern Sie nicht, Zuflucht bei Gott zu suchen, denn er ist eine Kraftquelle. Da ich alles zurückbringen werde, was Sie in der Vergangenheit verloren haben, müssen Sie neu lernen, was es bedeutet, zu lieben und die Bedeutung des Lachens neu entdecken. All dies wird passieren, weil ich alles zurückbringen werde, was du verloren hast. Ich bin zuversichtlich, dass Ihnen das neue Jahr in allen Aspekten Ihres Lebens nur Freude und Gelassenheit bieten wird. Der Grund, warum ich so hart arbeite, besteht darin, meine Mission zu erfüllen, Ihre Gesundheit wiederherzustellen und Ihnen ein Leben voller Ruhe und Schutz vor Schaden zu ermöglichen. Seien Sie kein untätiger Mensch, sprechen, verkünden und befehlen Sie mit Ihrer Stimme, dass alles in Ihrem Leben nach Ihren Bedürfnissen organisiert ist. Seien Sie kein untätiger Mensch, versuchen Sie nicht, sich unter die Masse zu mischen. Durch Christus Jesus wurden Sie mit der Autorität und dem Erbe ausgestattet, die Sie zur Erfüllung dieser Verantwortung benötigen. Finden Sie die Freude, die in jeder Situation vorhanden ist, kämpfen Sie dafür,
dass diese Freude erhalten bleibt, egal was passiert, und halten Sie durch das Gebet einen offenen Kontakt zu mir aufrecht. Einheit ist überall zu finden, machen Sie es sich zur Gewohnheit, unabhängig von den Schwierigkeiten, mit denen Sie derzeit konfrontiert sind, eine Haltung der Wertschätzung zu entwickeln. Das ist meine Hoffnung für Sie, und der Weg, den Sie einschlagen müssen, um meinen Willen zu erfüllen, wurde Ihnen durch die Person von Christus Jesus klar aufgezeigt. Ich, der Herr, dein Gott, widme jetzt viel Energie, um die Veränderung in deinem Leben herbeizuführen, die du dir so wünschst. Ich bin in dein Leben gekommen, um deine Tränen der Traurigkeit abzuwischen und dir stattdessen ein Lächeln zu schenken, damit du mit deinem Leben weitermachen kannst. Darüber hinaus bin ich hier, um ihnen bei der Überwindung der Hindernisse zu helfen, die ihnen im Weg standen, und ich werde mein Möglichstes tun, um dies zu erreichen. Behalten Sie Ihr Vertrauen in mich und erkennen Sie, dass Sie meine Hand in den Ereignissen Ihres Lebens jederzeit am Werk sehen können. Ihr Leben steht kurz davor, in eine neue Phase einzutreten, in der es von einer Fülle an Liebe, Freundschaft, Wohlstand und Möglichkeiten überflutet wird, die Sie zu neuen Höhen führen werden. Diese neue Phase wird sehr bald beginnen. Dieser neue Abschnitt Ihres Lebens wird Sie zu bisher unerreichten Erfolgen führen. Machen Sie sich bereit für die Geschenke, die Ihnen bevorstehen und die Ihr Leben völlig verändern werden. Diese Geschenke sind gerade unterwegs und werden jeden wirklich überraschen. Dank Menschen wie Ihnen kann ich das Leben vieler anderer Menschen positiv beeinflussen. Deshalb möchte ich, dass Sie diese Verantwortung mit Begeisterung übernehmen. Ich überschwemme Ihren Geist mit unzähligen Beispielen, die dieses Argument veranschaulichen. Lehnen Sie sich also zurück und lassen Sie sich beeindrucken. Wenn Sie sich entscheiden, auf Gott zu vertrauen, werden Sie mit unendlich viel Geld sowie ausgezeichneter Gesundheit und Erfolg überschüttet. Weil Sie mir so am Herzen liegen, werde ich Ihnen eine lächerliche Menge an aufmerksamen Geschenken machen. Ich möchte, dass Sie auf diese unglaubliche Flut an Großzügigkeit bestmöglich vorbereitet sind. Noch bevor ich irgendwelche Vorstellungen darüber machte, wie sein Leben in der Zukunft aussehen würde, hatte ich einen Plan, wie es weitergehen sollte. Manchmal ist es notwendig, dass Sie die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, nicht erreichen, damit mein Ziel erfüllt wird. Behalten Sie Ihr Vertrauen in mich bei, trotz der Schwierigkeiten, mit denen Sie derzeit konfrontiert sind, und seien Sie sich bewusst, dass ich Sie zu einer Vorgehensweise anleiten werde, die im Einklang mit den Zielen steht, die ich mir für Sie gesetzt habe. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um mit mir mit den folgenden Worten zu beten: Vater im Himmel, leite mich mit deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mich rettet. Ich freue mich, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen würden, um mit mir zu beten und dabei die Worte zu verwenden: Sie sind derjenige, dem ich all meine Erwartungen entgegensende, und das tue ich weiterhin jede Stunde des Tages. Bitte verbreiten Sie die Worte, indem Sie dieses Video teilen. Denken Sie immer daran, dass diese Botschaften mehr als nur Worte sind, sie sind ein Spiegelbild meiner Liebe und meines Verlangens für dich. Auf die eine oder andere Weise bist du in meinen Augen das süßeste Kind auf der ganzen Welt und ich könnte dich nicht mehr lieben. Ich hoffe wirklich, dass Sie sich dessen bewusst sind. Akzeptieren Sie sie, machen Sie sie zum Mittelpunkt Ihrer Meditation und geben Sie ihnen die Erlaubnis, Ihre Reise auf dem Weg des Glaubens zu leiten, den Sie selbst gewählt haben. Akzeptanz ist der erste Schritt, um loszulassen und Gott wirken zu lassen. Denken Sie immer daran, dass ich auf jede erdenkliche Weise für Sie da bin und dass ich immer für Sie da bin. Ich bin an Ihrer Seite durch dick und dünn, durch Momente der Freude und durch Momente der Verzweiflung, durch Zeiten des Segens und Zeiten des Kampfes. Ich werde niemals von Ihrer Seite weichen, da ich für Sie ein zuverlässiger Reisebegleiter bin. Sie werden nie in eine Situation geraten, in der Sie allein sind.
Ihr Leben steht vor einer Veränderung, die für immer anhalten und sogar Ihre Gegner überraschen wird. Diese Änderung wird in sehr naher Zukunft erfolgen. Sie werden nicht nur außergewöhnliche Erfolge erzielen, sondern auch neue Vorteile erlangen, die Ihr Leben völlig verändern werden. Geben Sie 333 ein, wenn Sie Vertrauen haben. Jeder, der anfangs Grund hatte, Sie zu verdächtigen, wird von der Wirkung dieser Vergünstigungen schockiert sein, weil Sie so großartig sein werden. Dies wird geschehen, weil die Auswirkungen dieser Vorteile für Sie, junger Mann, enorm sein werden. Ich möchte Sie trösten, dass die Strapazen, die Sie durchgemacht haben, fast vorbei sind. Ich weiß das, weil ich einmal in deiner Lage war. Mir ist bewusst, wie herausfordernd es war. Sie sind dabei, das Beste zu erleben, was das Leben zu bieten hat, obwohl Sie in der Vergangenheit bereits das Schlimmste erlebt haben, das es zu bieten hat. Ich begleite Sie auf dem Weg, der zu einer besseren Zukunft für Sie und Ihre Familie führt. Vertrauen Sie mir also und vertrauen Sie mir, wenn ich Sie auf diesem Weg begleite. Denken Sie daran, dass ich Ihr Gott bin, und vom Moment Ihres ersten Atemzugs bis zum Moment Ihres letzten Atemzugs werde ich mich um Sie kümmern und dafür sorgen, dass es Ihnen gut geht. Da ich derjenige bin, der Sie gezeugt und ins Leben gerufen hat, können Sie sicher sein, dass ich alle Ihre Wünsche auf ewig erfüllen werde. Wisse, dass ich immer für dich da bin, bereit, dir zu helfen, wenn du Hilfe brauchst, und verfügbar, wenn du meine Unterstützung brauchst. Bleiben Sie daher Ihren Werten treu, weichen Sie nicht von ihnen ab, bewahren Sie Ihr Vertrauen in mich und halten Sie beharrlich an der Hoffnung fest, die ich Ihnen gegeben habe, und verkünden Sie mit unerschütterlicher Zuversicht, dass das, was mein Wort sagt, richtig ist. Sie haben mein Wort, dass alle Gnade und Güte der Welt gerade jetzt auf dem Weg ist. Ich hoffe, es gefällt Ihnen, wenn Sie ankommen. Im Folgenden finden Sie eine Liste von Aspekten Ihrer Existenz, über die Sie keine Kontrolle haben und die in keiner Weise Ihrem Einfluss unterliegen. Ich möchte Sie dringend bitten, sich an das Gebet zu wenden und mir alle Ihre Probleme anzuvertrauen, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, was in Bezug auf diese Probleme passieren könnte. Anstatt mir Sorgen darüber zu machen, was passieren könnte, möchte ich, dass du sie mir gibst und für sie betest. Diese Geschenke werden so außergewöhnlich sein, dass sie alle ihre Sorgen beseitigen und ihnen stattdessen ermöglichen, die Freude zu genießen, die sie gerade erleben. Erkennen Sie diese Situation und gehen Sie mit Zuversicht vor, in der Gewissheit, dass die Stärke meiner Liebe zu Ihnen größer ist als jede Herausforderung, die Sie bewältigen müssen. Ich bin hier, um zuzuhören, und ich hoffe, dass das Wissen, dass ich mich um alles kümmere, Ihnen hilft, in dieser schwierigen Zeit etwas Trost zu finden. Bitte wissen Sie, dass ich für Sie da bin. Mein Herz ist bei dir, während du diese schwierige Zeit durchlebst. Um diesen Segen zu erhalten, geben Sie einfach Ja ein. Sie werden mit einer Vielzahl von Vorteilen beschenkt, aber seien Sie trotzdem auf alles vorbereitet, was auf Sie zukommen könnte. Ich werde Ihnen auf eine Weise helfen, an die Sie nie gedacht hätten, sei es durch Menschen, Ressourcen oder finanzielle Unterstützung, von der Sie nie gedacht hätten, dass Sie sie bekommen würden. Dies ist eine wichtige Vorbereitung auf die nächsten Veränderungen, die Ihre aktuelle finanzielle Situation erheblich beeinflussen werden. Wenn Sie auf diese Zusicherung vertrauen, können Sie damit rechnen, bald positive Veränderungen in Ihrem Leben zu erleben. Mein Sohn, ich möchte, dass du dich bei allem, was du tust, immer furchtlos und selbstbewusst fühlst. Denken Sie daran, dass ich der Gott bin, der das Universum in nur 6 Tagen erschaffen hat und dass ich mich nach Abschluss meiner Arbeit am 7. Tag ausgeruht habe. Denken Sie darüber nach, wie viel Veränderung ich in Ihr Leben bringen könnte, angesichts der bedeutenden Veränderungen, die ich in meinem Leben vorgenommen habe. Verlieren Sie nicht die Hoffnung,
denn ich habe die Fähigkeit, in kurzer Zeit bedeutende Veränderungen herbeizuführen. Vertrauen Sie mir weiterhin und seien Sie sich bewusst, dass Sie von Menschen mit bösen Absichten umgeben sind, deren einziges Ziel darin besteht, Ihnen zu schaden und Sie auszunutzen. Andererseits besteht kein Grund zur Sorge, da ich bereits die notwendigen Maßnahmen ergriffen habe, um Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Ich werde Satans Pläne vereiteln und alles zerstören, was er geplant hat, um dir Schaden zuzufügen. Ich werde sie vor jeglichem Schaden bewahren, da es völlig unmöglich ist, ihm den Sieg zu bescheren und dabei auf das Eingreifen des Himmels zu zählen. Wenn sie an mein göttliches Eingreifen glauben, werde ich sie in die Sicherheit und den Trost meiner liebevollen Umarmung einhüllen, sie vor Gefahren schützen und ihnen Trost spenden. Wenn sie nicht an mein göttliches Eingreifen glauben, werden sie diese Vorteile nicht erhalten. Wenn sie sich auf die Vergangenheit konzentrieren oder sich Sorgen um die Zukunft machen, wird ihr Leben mit Sicherheit stressiger. Es gibt keine Möglichkeit, diese Umstände zu ändern, aber wenn es in meiner Macht steht, ein Ereignis herbeizuführen, wird es mit Sicherheit ungehindert eintreten. Sie können sicher sein, dass ich, selbst wenn ich mich entscheide, es nicht in den von mir für Sie entwickelten Plan zu integrieren, etwas anderes im Sinn habe, das viel nützlicher und einfacher umzusetzen ist. Freuen Sie sich über das Wissen, dass mir Ihr Wohlergehen stets am Herzen liegt und ich mein Bestes gebe, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist das Wichtigste, was ich für Sie tue. Sie haben den klaren Eindruck, dass freudige Ereignisse auf Sie zukommen und bald an Ihre Tür klopfen. Wenn Sie damit einverstanden sind, geben Sie Ja ein. Machen Sie sich bereit für einen Neuanfang, denn ich werde Ihnen den Stress nehmen, der durch Ihre finanziellen Verpflichtungen entsteht, und dafür sorgen, dass alle Ihre Ausgaben vollständig bezahlt werden. Ihre aktuelle finanzielle Situation steht vor einer enormen Verbesserung, die als Wendepunkt zum Besseren angesehen werden kann, und diese Veränderung wird wahrscheinlich sehr bald eintreten. Bereiten Sie sich darauf vor, sich dieses Wissen anzueignen, und bewahren Sie während des gesamten Prozesses eine Haltung des Glaubens und der Dankbarkeit. Lieber Sohn, ich bitte dich, meine Ratschläge sehr sorgfältig zu bedenken und ernst zu nehmen. Ich bitte Sie inständig darum, mir und den von mir gegebenen Zusicherungen zu vertrauen. Sie können sich jederzeit darauf verlassen, dass ich Sie durch die Herausforderungen führe, die das Leben Ihnen mit Sicherheit stellen wird, und Ihnen den Weg in eine bessere Zukunft zeige. Akzeptieren Sie die Segnungen, die Ihnen zuteil werden, und schaffen Sie in Ihrem Herzen Platz für die Freude und Hoffnung, die auf Ihrem Weg liegt. Unabhängig von den Umständen, in denen Sie sich befinden, ob Sie es glauben oder nicht, ich bin bei jedem Schritt bei Ihnen der Weg. Ich werde Sie in eine Zeit führen, die völlig anders ist als alles, was Sie jemals in der Vergangenheit erlebt haben. Bereiten Sie sich vor, denn ich werde durch die Tür gehen, für die Sie alle die ganze Zeit gebetet haben. Seien Sie bereit, denn mir ist bewusst, dass Sie darauf gewartet haben, dass dies in der nächsten Woche geschieht. Sie werden an einer Reihe von Erlebnissen und Interaktionen teilnehmen, die besonders bemerkenswert sind. Sie werden bald in einen Abschnitt Ihres Lebens eintreten, der von Gefühlen des Glücks, der Liebe und der Harmonie geprägt ist. Dieser Moment wird sehr bald kommen. Ich bin dabei, eine große Menge Reichtum in Ihr Leben zu bringen. Freuen Sie sich also über das Wissen, dass ich dies tue, und bereiten Sie sich darauf vor, ihn mit offenen Armen zu empfangen. Darüber hinaus möchte ich Sie darüber im Klaren sein, dass ich große Anstrengungen unternehme, Aspekte Ihres Lebens zu beseitigen, die in Zukunft eine Bedrohung darstellen könnten. Es ist wichtig, dass Sie Ihr Leben von schädlichen Verbindungen und zehrenden Energien befreien, die Sie daran hindern, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ein glückliches Leben zu führen. Die Liebe wird mit der Zeit ihren Weg zu dir finden,
sobald du diese Dinge loslässt und ihr zulässt, dass sie eindringt. Authentische und reine Liebe wird ihren Weg direkt zu ihrem Herzen finden und alle Zwischenhändler auf dem Weg umgehen, wenn sie an Gott glauben. Amen. Sagen Sie sich außerdem immer wieder, ich ziehe Geld an, und betonen Sie, wie oft Sie es sagen. Ich werde aufgrund der finanziellen Vorteile, die ich in naher Zukunft erhalten werde, mehr Glück und Freude in meinem Leben haben als jemals zuvor in meinem Leben. Das liegt daran, dass die Belohnungen, die ich erreichen werde, nicht mehr weit entfernt sind. Denken Sie daran, meine liebsten Kinder, dass ich, wenn ich diese Worte mit Ihnen teile, direkt aus der Mitte meines Herzens zu Ihrem spreche. Ich liebe euch alle zutiefst, das sind Worte, die ich mit Liebe zum Ausdruck bringe, und wünsche euch aufrichtig die besten Ergebnisse für euch und alles, was ihr tut. Ich sage diese Dinge, weil ich das Beste für dich will. Vertrauen Sie auf meine Pläne und auf mich und gehen Sie mit unerschütterlicher Entschlossenheit voran, um das zu erreichen, was Sie wollen. Während wir gemeinsam die vor uns liegende Reise beschreiten, werden Sie die Möglichkeit haben, die unzähligen Vorteile zu genießen, die sich aus meinem Segen ergeben. Ich bin für Sie da, bereit, Ihre Wunden zu heilen und die Dinge in Ordnung zu bringen, die Ihnen Leid verursacht haben. Ich bin bereit, die Dinge zu korrigieren, die Leid verursacht haben. Sie können mir Ihr Vertrauen schenken, denn ich helfe Ihnen, Ihre Idee Wirklichkeit werden zu lassen und alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die im Weg stehen. Bereiten Sie sich auf den Erfolg vor, der vor Ihnen liegt. Er wird selbst die berühmtesten Ziele übertreffen. Obwohl ein Arzt die Macht hat, Ihr Leben zu retten, ein Anwalt die Fähigkeit hat, Sie zu verteidigen, und ein Soldat die Fähigkeit hat, für Frieden zu sorgen, habe nur ich, Ihr Gott, die Fähigkeit, Ihnen ewiges Leben zu bieten. Ich bin der Einzige, der das schaffen kann, der Einzige, der in der Lage ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Die Qual, die Sie jetzt empfinden, wird bald ein Ende haben, und die Tränen, die Sie vergießen, werden aufhören. Sie sind dabei, ein lebensveränderndes Wunder zu erleben, das durch das Öffnen einer Tür ermöglicht wird, die gleich vor Ihnen erscheint. Seien Sie sich bewusst, dass dies bald passieren wird. Ihre persönlichen Beziehungen, Ihr Fortschritt auf dem spirituellen Weg und Ihre finanzielle Situation werden sich deutlich und schnell verbessern. Diese Verbesserung wird sehr schnell eintreten. Wenn Sie glauben, wird auch Ihre Suche nach spiritueller Erleuchtung sehr fruchtbar sein und viele positive Ergebnisse bringen. Dank der jahrelangen regelmäßigen Gebete Ihrer Großmutter ist Ihre Familie seit langem vor Gefahren und bösen Geistern geschützt. Mein Leben wird durch meine Bemühungen mit Wohlstand, guter Gesundheit, liebevollen Beziehungen und positiver Energie bereichert. Ich sage mir laut, dass ich diese Dinge in mein Leben einlade, während ich diese Realität im Vordergrund meines Geistes behalte. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich Ihnen bis zum Ende dieses Monats viele Vorteile bieten werde, die Sie noch mehr zum Lächeln bringen werden als jetzt. Sie werden erkennen, dass es früher unmöglich war, die unglaublichen finanziellen Möglichkeiten und Fortschritte auf die Art und Weise zu nutzen, wie Sie es jetzt können. Machen Sie sich bereit, denn die Zeit, in der Sie sich ungewöhnlich viele Sorgen machen, wird bald einer Zeit weichen, in der Sie ein ungewöhnlich hohes Maß an Freude empfinden. Machen Sie sich also darauf gefasst. Im Verlauf dieses Gesprächs kommt es zu bedeutenden Veränderungen in Ihrer Erzählung, die es Ihnen ermöglichen, in ein endloses Reich des Glücks, endloser Glücksströme und außergewöhnlicher Ereignisse vorzudringen. Sie werden erkennen, dass alles, was Sie sich wünschen, einschließlich Erfolg, Wohlstand, Gesundheit und gute Beziehungen zu anderen, in Ihrer Reichweite liegt. Diese Informationen werden dir offenbart, lieber junger Mann. Warum sprechen Sie nicht gemeinsam mit mir ein Gebet? Wir werden das gemeinsam tun. Ich kann das Gefühl der Hilflosigkeit, das Sie haben,
und die Last der Herausforderungen, die ihnen als direkte Folge ihrer gegenwärtigen finanziell prekären Lage auferlegt wurden, nachvollziehen. Das liegt daran, dass ihre aktuelle Finanzlage direkt dafür verantwortlich ist, dass ich dazu jetzt in der Lage bin. Ich möchte, dass sie Trost in der immensen Macht finden, über die ich verfüge, und ich möchte, dass sie das jetzt tun. Wenn sie zulassen, dass der Frieden, der sich aus der Gegenwart meiner Gegenwart ergibt, ihr gesamtes Wesen durchdringt, kann ich sie durch den Prozess der Bewältigung dieser Herausforderungen begleiten und ihnen bei der Suche nach Lösungen helfen. Ich bin hier, Kleines, um deinem Ruf in Form eines Wunders zu folgen, denn ich habe es gehört und bin hier, um ihm zu antworten. Ich beantworte ihr Gebet in Form eines Wunders, weil ich hier bin. Ich sorge dafür, dass jeder ihrer Ansprüche erfüllt wird und schenke ihnen gleichzeitig eine Fülle von Vorteilen. Wenn sie damit einverstanden sind, geben sie Ja ein. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass der Herr, ihr Gott, derjenige ist, der mit ihnen geht, um für sie gegen ihre Feinde zu kämpfen, um ihnen den Sieg zu bescheren, unabhängig von den Schwierigkeiten, mit denen sie jetzt konfrontiert sind. Ich bin derjenige, der für sie sorgt und sie auf dieser Reise begleitet. Vertrauen Sie mir also, denn ich bin derjenige, der beides tun wird. Behalten Sie Ihre Prinzipien bei und vertrauen Sie darauf, dass Sie sich bald in einer besseren Situation wiederfinden werden. Vertraue auf die unendliche Liebe, die ich für dich empfinde. Bitte seien Sie sich darüber im Klaren, dass ich biete, dass diese Botschaft etwas Trost spendet und eine Flamme des Glaubens in Ihnen entzündet. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich jetzt für Sie biete. Sie können voll und ganz darauf vertrauen, dass ich jederzeit an Ihrer Seite sein werde, da ich in diesem Moment hier an Ihrer Seite bin. Vertraue auf meine Liebe, mein liebes Kind, und bereite dich darauf vor, die vielen Wohltaten zu empfangen, die dir bevorstehen, indem du deine Arme öffnest. Sie sind jetzt auf dem Weg zu ihnen. Geben Sie Amen ein, um sich zu manifestieren. Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen mit einem Herzen voller Dankbarkeit hierher für die Gelegenheit, die Botschaft der Liebe und des Glaubens mit Ihnen allen zu teilen. Wir hoffen, dass Sie von dem, was wir heute hier geteilt haben, gesegnet und inspiriert wurden. Wir wissen, dass viele von Ihnen ein wesentlicher Teil dieses Dienstes waren und uns mit Ihren Gebeten und Ihrer Fürsorge unterstützt haben. Und wenn Sie über diesen Kanal die Gegenwart Gottes in Ihrem Leben gespürt haben und dieser Dienst für Sie eine Quelle der Ermutigung war, bitten wir Sie, darüber nachzudenken, eine kleine Spende zu leisten, um uns dabei zu helfen, die Botschaft der Hoffnung, der Liebe und der Liebe weiter zu verbreiten, glaube. Jede Spende, egal in welcher Höhe, macht einen großen Unterschied. Sie ermöglichen es uns, mehr Menschen zu erreichen, hochwertige Inhalte zu erstellen und das Licht Christi an entfernte Orte zu verbreiten. Eine weitere Möglichkeit, uns zu helfen, besteht darin, Mitglied dieses Kanals zu werden, was uns dabei helfen wird, diesen Dienst stark und aktiv zu halten. Als Mitglied werden Sie Teil unserer virtuellen Familie und helfen uns, noch mehr Leben mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Klicken Sie dazu einfach auf Danke oder Mitglied werden unterhalb des Videos. Bitte denken Sie daran, dass alle Beiträge, ob groß oder klein, sehr geschätzt werden. Sogar diejenigen, bei denen es nicht um einen Geldwert geht, sondern die bloßes Teilen dieses Videos mit denen, die es brauchen, oder ihre Anwesenheit hier, wissen, dass es immens lohnend ist. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise mit uns sind. Wir beten weiterhin für Sie alle und glauben, dass wir gemeinsam einen Unterschied in der Welt bewirken können. Möge Gott Sie und Ihre Familie reichlich segnen. Bis zum nächsten Video. Liebe und Frieden in Christus.